Meine Lieben, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit War Thunder. Und zwar geht es jetzt hier in diesem Gameplay in War Thunder um die Panzerung des Schiffs. Und zwar, wir werden uns jetzt zusammen in den Gefecht begeben, in den kleinen Ausschnitt. Ich habe mir das ein bisschen zurecht gebastelt und werde euch da jetzt so ein kleines bisschen erklären, so beziehungsweise so die kleinen Dinge erklären, was da jetzt passieren wird. Und zwar ist das ein Schlachtkreuzer von den Deutschen. Die werden wir uns jetzt anschauen, wie gesagt, und gucken uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Da sind wir im Gefecht drin. Wir sehen es hier. Das ist unser Schlachtkreuzer, die SMS von der Tran. Wir sehen unten die 1 und die 2, das sind die Munitionsarten. Wir sehen schon unsere Säcken, der ist am Schießen. Ich möchte hier darauf hinweisen, wir gehen hier nur auf den eingehenden Schaden, das, was ich euch zeigen will, mit der Panzerung. Und zwar sollte man auf jeden Fall immer so sehen, dass man auf jeden Fall keine Breitseite zeigt zum Gegner. Ja, was der Gegner macht, ist auf jeden Fall euch egal. Es wird tatsächlich zu der SMS von der Tran noch ein extra Gameplay kommen. Das werden wir uns dann auch noch gemeinsam anschauen. Und dazu werde ich dann mit der einzelnen Munition und so weiter, werden wir auf jeden Fall da extra nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, hier geht es nur, dass ihr das seht, wie das mit der Panzerung ausschaut, damit wir da mal zusammen drüber gucken. Ja, ansonsten, wie gesagt, auf jeden Fall immer gucken, dass man keine Breitseite zeigt. Warum und weshalb, werden wir jetzt auf jeden Fall gleich sehen. Bei War Thunder ist es so, die Schiffe sind geteilt unter mehreren Sektoren. Wir sehen vorne bei dem ersten Turm, das ist so leicht grau, sage ich mal. Ne? Und beim hintersten Turm ist es auch grau. In der Mitte ist weiß und dort drin sind die ganzen Bauteile versteckt von dem Schiff. Wie zum Beispiel Munitionslager, Motor und so weiter und so fort. Das ist dort drinnen versteckt und das wird halt durch die Panzerung geschützt. Bei War Thunder ist es so, durch den ganzen Munitionsarten, die es gibt in War Thunder, sollte man tatsächlich aufpassen, welches Schiff euch gegenübersteht. Zu den einzelnen Kaliberarten und zu den einzelnen Munitionsarten werden wir auf jeden Fall auch noch ein Gameplay machen, was die Aufgaben sind von der Munition, was die Besonderheit ist von der Munition und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier geht es nur um den eingehenden Schaden. Und wir werden jetzt auf jeden Fall gleich bei dem Gegner, haben wir gerade eben schon eine ordentliche Schelle ausgeteilt, weil er halt breitseite steht. Ihr habt es schwarz gesehen beim Gegner. Das heißt, er hat dort einen kompletten Sektor verloren und somit auch Besatzung verloren. Besatzung, wie gesagt, wir haben auch noch ein Gameplay, beziehungsweise machen wir uns das mit bei der Schiffsvorstellung. Jedes Schiff hat eine eigene Besatzung, so und so viel Besatzung passt auf jedes Schiff drauf. Aber wie gesagt, dazu später auf jeden Fall mehr. Ja, ansonsten ist es so, ihr könnt Abpraller kassieren, ihr könnt Durchschläge kassieren. Durch die Durchschläge ist es so bei War Thunder, dass ihr durch die Durchschläge Wassereinbrüche. Wenn ihr durch die Durchschläge bei eurem Schiff einen Wassereinbruch kassiert, heißt das, der Durchschlag von dem gegnerischen Kaliber ist bei eurem Schiff unter der Wasserlinie geschehen. Das heißt, alle Durchschläge, die unter der Wasserlinie sind, sind alles Wassereinbrüche. Das heißt, ihr könnt oder der Gegner kann Durchschläge unter eurer Wasserlinie machen und der kann euch komplett zunarreln und ihr werdet irgendwann so viel mit Wasser zugepumpt, dass ihr nicht mehr nachkommt mit Abpumpen. Auch dazu, jetzt geht es zum Beispiel los mit Feuer. Wir machen zuerst auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, dass man zuerst das Feuer wegmachen tut oder das Feuer löschen tut. Danach wird auf jeden Fall das so sein, dass wir entweder den Wassereinbruch, so wie wir es jetzt gemacht haben, da werden die ganzen Durchschläge, wenn einer geschehen ist, werden die repariert und das Wasser wird danach abgepumpt. Ihr könntet natürlich jetzt zum Beispiel auch gleichzeitig noch reparieren, dann würde aber das Wasser rauspumpen länger dauern. Das heißt, wir machen erstmal das Wasser rauspumpen, sofern ein Durchschlag vorhanden ist, und ansonsten könnte man
den Werkzeugkasten aktivieren und man könnte es nicht reparieren. Würde in der Zeit ein Feuer kommen, sollte man alles beides auf jeden Fall abschalten, sofort reagieren, abschalten und auf jeden Fall schnellstmöglich das Feuer löschen, dass wir keine Besatzung verlieren. Wie gesagt, jetzt werden wir, ich hoffe jetzt mal, dass wir gleich, gut, wir haben irgendwas bei denen getroffen, Munitionslager, kommt auch drauf an, gibt es auch verschiedene Munitionslager, die sollte man sich auch so ein kleines bisschen, sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen merken, das geht noch, wir haben noch nicht so viele Nationen und noch nicht so viele Schiffe, da kann man sich das eigentlich auf jeden Fall recht gut merken, gerade so bei den Schlachtschiffen und bei den Kreuzern. Ja, genau. Ne, also Durchschläge und auch Torpedos, die unten drunter sind, unter der Wasserlinie, auf jeden Fall versuchen zu reparieren. Wir sehen jetzt gerade den roten Punkt da vorne. Der rote Punkt ist ein Durchschlag über der Wasserlinie. Ne? Ansonsten hättet ihr jetzt einen Wassereinbruch und somit heißt es eigentlich, ihr müsst es jetzt nicht unbedingt Wasser rauspumpen. Jetzt werden eure ganzen Bauteile repariert. Ne, wir sehen es hier, 50, 49. Ne, das tickt jetzt so runter. Sollten wir jetzt in Brand gesteckt werden, wieder auf jeden Fall die Reihenfolge. Sofort das Reparieren abbrechen und den Feuerlöscher starten. Ist der Feuerlöscher aus, entweder reparieren oder den Wassereinbruch wegmachen. Wenn ihr jetzt so zum Beispiel da, wo die Flamme ist, kommt dann wie so eine Welle. Das heißt, ihr habt einen Wassereinbruch, dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man den Wassereinbruch macht und dann reparieren. Weil sozusagen das, wo das Wasser drin ist, hier sieht man es jetzt zum Beispiel, ne? Das sind die Durchschläge, die roten Punkte, das ist alles oberhalb. Das Gelbe sind alles beschädigte Bauteile, die könnt ihr nicht komplett reparieren. Ihr könnt nur die Waffen reparieren, ihr könnt die Sekundär reparieren und ihr könnt euer Ruder und Steuer reparieren. Die Bauteile, so die Kohlebunker und sowas, was Schutz ist für eure Zitadelle, könnt ihr nicht reparieren. Das war gelb, das heißt, ihr habt dort schon auf jeden Fall Besatzung verloren, die dort, sag ich mal, drinnen arbeiten. Ja? Also, wie gesagt, da werden wir aber nochmal extra drauf zukommen und werden auf jeden Fall auch dazu, wenn ich die Schiffe vorstelle, werde ich auf jeden Fall auch dazu nochmal näher drauf eingehen zu der Besatzung. Ja. Ansonsten, wie gesagt, immer schön drauf achten. Wir sehen es auch hier, der Gegner macht sehr, sehr viel falsch. Das muss man einfach sagen. In Warfighter sind auch sehr viele Spieler, die noch nicht so erfahren sind. Das sieht man wirklich, dass die sehr viel Breitseite fahren. Wenn ihr natürlich Breitseite fahren tut, gebt ihr natürlich den Gegner die Chance, bei euch ordentlich Damage reinzudrücken. Ja? Wir stehen zwar auch Breitseite, ne? Jetzt sehen wir hier gerade, wir haben jetzt 99% sag ich mal 99% vom Wassereinbruch und wir sehen jetzt, dass hier ist jetzt unterhalb der Wasserlinie was dabei, ne? Und da müsste man jetzt tatsächlich nicht den Werkzeugkasten nehmen, sondern das mit dem Wasser rauspumpen, jetzt die 23 Sekunden, da werden die Einschusslöcher repariert und gleichzeitig wird das Wasser rausgepumpt. So, jetzt auf jeden Fall das Wasser unterbrechen, ne? Erst das Feuer löschen, dass man nicht seine Besatzung verliert und dann wird weiter rausgepumpt. Man sollte auch beim Wasser rauspumpen stehen bleiben, wenn ihr Gas geben würdet, läuft mehr Wasser bei euch in das Schiff hinein oder es läuft schneller hinein und es füllt sich schneller und müsst dann halt umso mehr rauspumpen. Also das mal so dazu zu der ganzen Mechanik. Von den Abpumpen, Durchschläge und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, einzelne Munition werden wir auf jeden Fall auch noch im Gameplay machen, wie das Ganze funktioniert, was da eigentlich zu beachten ist und wie das Ganze läuft. Ich sag mal bis dahin, tschüss mit Ö, bis zum nächsten Mal, euer Winnie. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Gameplay. Tschüss mit Ö.